jetzt? Hoch mit dir, Soldat. Ach. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Ah, 4. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette, 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 Pinzette. Ja, ja. Her damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! What the fuck? Larissa! Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strahl! Alter. Okay, Problem beseitigt. Na toll, jetzt haben wir keine Freunde mehr. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind... Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben es eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten im Schlösserknacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Fuck. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Es hat funktioniert. Oh, jetzt sehe ich schon, ich werde ganz viel Spaß haben mit solchen Rätseln. Why? Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Warum? Warum? Warte, was speichern. Guten Tag. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst. Von euch Ratschuss kriege ich nie genug. Lass mich nicht ans Bett fesseln, Liebchen. Nicht wehren, Schätzchen. Ist das ein wild gewordener Sexroboter? Das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring dich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und aber wie ich falsch mit dem Spiel. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mach es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Naja, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt ja, da. Das ist ein Liebesroboter. Zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Erstmal aufhören, versuche mich umzubringen. Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können, aber wähle fürs Erste Schock. Okay. Der Ratscher kann eine elektromagnetische Entladung auf den Gegner abschießen, um ihm dadurch elektrischen Schaden zuzufügen. Oder sind besonders anfällig gegen Elektrizität. Ach, und diese... Ach, mit den Kapseln schalte ich das also frei. Okay. Tab. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Okay. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und Umschlag. Und mir, mein Hübscher. Installieren. Alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen? Das ist... Mein Großer? Ja.
toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Okay, Polymerverbesserung für Charles. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Können wir hier noch machen? Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Identifizierte Gegner. Der Fabrikator braucht Modulator. Um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Schockerfährung, Massentelegenese, Polymerstrahl, zu unserem Glück Schild. Ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Was können wir dann noch upgraden? Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle kann ich irgendwie Munition herstellen? So, das reicht, wir sind hier fertig. Bauplan erforderlich, Bauplan erforderlich. Okay, Waffen. Kann ich da noch ein bisschen mehr machen? Verbesserungen. Griff. Erkundungsgegenstände, da brauche ich ein Rezept dafür. Kartuschenmodul. Okay. Nicht genügend Material. Alles klar, dann lassen wir das mal. Aber sehr schräger Roboter. Jetzt? Vielleicht hier weiter? Ja. Da sollten wir vielleicht nicht nach unten. Ein dezenten kleines Sammelspiel hier. Vielen lieben Dank für den Sub. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Echt? Okay. Irgendwo da hinten. Ach nö. Das ist ein Türrätsel. Der Nebenraum ist abgeschlossen. Na, das ist ja mal wieder typisch. Fingerschnipsen wird hier nicht reichen. Ich brauche einen Schlüssel. Und lass mich raten, dieses Schloss kannst du wohl nicht öffnen, Charles. Leider nicht. Aber ich kann einen Wegpunkt setzen, mit dem du den Schlüssel finden kannst. Er müsste sich in einem der Arbeitsräume in der Nähe befinden. Endlich arbeiten wir mal Hand in Hand. Ich mag diese Selbstironie von ihm. Komm ich denn darüber? So. Ich weiß noch nicht, ob das so schlau ist, in dem Gebäude mit dem Lift zu fahren. Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Wenn sie Spiele decken, bist du in der Nahtbestufe aus. Und sie dann mit einem EMP rufen alle Roboter in der Nähe herbei. Wenn das Spiel gegen die Roboter kämpft, wird der Alarm auf Stufe 2 erhöht und Verstärkung angefordert. Du kannst die Überwachungskammer ablenken, indem du etwas in eine andere Richtung wirfst oder sie per Schock vorübergehend deaktivierst. Ist das die Kamera? Okay. Komm, hol das Zeug raus. Ich glaube, mit dem Alarmsystem werde ich noch sehr viel Spaß haben. Schau wieder scheiße aus. Wetten, dass was passiert? Also tatsächlich mal nix. Was telekinetischer Wurf, halte F gedrückt und lass wieder los, um ein Objekt aufzuheben, um es. Wo ist die Kamera? V. Okay. Da war doch ein Roboter irgendwo. Da hinten ist er. Oh, da hat's was da drin. Und auch. Oh, einmal alles mitnehmen. Da kann ich nichts mitnehmen. Okay. Wo ist der Marker für hier drin?
doch jetzt hier schon alles. Ja gut, also das hier. Du hast den Schlüssel gefunden. Oh, jetzt okay. Kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja, aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Hey, komm mal her. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Fuck. Komm her. Okay, die Kamera wird mich da hinten hoffentlich nicht sehen. Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken. Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Sondern? Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut. Durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten, aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben. Oh, und Scheiße. Information über den Zwischenfall nach draußen dringen. Voll übersehen. Nein! Fuck! Okay, es war ja eh nur einer. Wo denke ich zu dem hier? Ciao! Scheiße. Kann ich jetzt die jetzt wieder abschalten? Okay. Ciao. Tschüss. Ab zu dem geilen Rätsel da hinten. Ich freue mich. War eins nach unten, ne? Okay. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja. Selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Wow. Charles. Ja? Magst du Kekse? Hä? Das ist so dämlich. Alles klar. Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von... Passives Sicherheitssystem. Schade, Funktion des passiven Sicherheitssystems, indem du die Magnetflüsse in die richtige Reihenfolge bringst. Ach, scheiße. Logik zu entschlüsseln. Was meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Also das da unten scheint zu passen. Ach nee, das kann jetzt dauern, ey. Versuch die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu kombinieren. So müsste es gehen. Okay. Wie mache ich? Farben der Laser. Also muss das dann irgendwie gedreht werden? Ja, der Strom ist wieder an. Oh mein Gott! Also so ganz geschaltet habe ich es jetzt nicht, aber wenigstens habe ich es geschafft. Das war mehr Glück. Und jetzt Aufzug fahren. Welcher? Ich vermute, der rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den links. Oh Mann. Ja, und jetzt? Hä? Ist da irgendwas muss drücken oder sowas? Achso, okay. Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission... In der Luft sputen. Drücke während des Sprungs Left Shift, um ein weiteres Mal in der Luft zu springen. Okay. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf Nein. den Sack Fuck. Gehst. Ah, toll. Scheiße.
Wie soll ich denn da jetzt... Jetzt nicht dein Ernst. Muss ich den Aufzug jetzt nochmal rufen? Problem? Das ist alles dicht. Oh, geil. Wie viel Zeit und Mühe wird es kosten, all das wieder instand zu setzen? Ja, das ist ein trauriger Anblick. Aber die Roboter werden den Schaden schnell beheben können. Ich habe so meine Zweifel, dass irgendwer nach all dem noch was mit Robotern zu tun haben will. Ja, das könnte allerdings sein. Ah, okay. Kamera? Scannen. Was ist immer für drücke V und setze Schock gegen Zargen. Was? Zargenmagnet, um die Tür zu öffnen. Welche Magnet? Ah! Ah, ich sehe. Das sind Gegner. Kampfschock, setze Schock gegen Gegner, um sie außer Gefecht zu setzen oder sogar zu töten. Es sind viele Gegner. Ach, komm mal her. Hallo. Fuck, warum kann ich jetzt nicht schocken? Okay. Fuck. Komm her. Okay, nächste kaputt. Hey, Kollege da hinten. Komm doch mal her. Okay, der Schock macht irgendwie kaum was. Was ist das da hinten? So, gibt's hier noch mehr? Ah, ich glaube, ich soll da hin. Okay. Ich gehe ja noch nicht lang. Ich schaue erst mal bei dem anderen Gang, ob es da noch was Interessantes hat. Kann ich da rein? Safe Room. Hallo, Roboter. Speichern. Speichere Daten. Wobei, ich glaube, ich macht Sinn zu schauen wegen Upgrades. Bitte Vorgang auswählen. Ich muss meine Knarre verbessern. Ah, na, scheiße, falscher Knopf. Wobei, Schocker. Abholen. Passt. Und jetzt Zugang gewährt. Nummer 1. Kann ich immer noch nichts machen? Verbesserung des Teil. Griff. Geht nicht. Okay, cool. Okay. Das war's mit Upgrades. Ja, warum muss ich das jedes Mal dann machen? Drück. Komm, mach jetzt. Hallo. Warum geht es jetzt nicht mehr? Jetzt nicht dein Ernst, komm. Mach jetzt. Okay, dann darf ich also nicht mehr zurückgehen. Was soll's. Schade. Dass man hier irgendwie was entgegenkommt. Oh, scheiße, die Dinge bewegen sich. Okay. Und du sollst sie vermutlich nicht antatschen. Okay. Sehr schräg. Kommst du jetzt wieder?
Man kann durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So ach friedlich. So, also ich soll da also runter. Aber zuerst mal schauen, ob wir hier noch was haben. Oh ja, Tatsache. Na gut. Naja, no way. Und doch. Wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Ja, es ist wieder Rätseltime. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Oh, ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Okay, sie sind aber kreativ mit dem Ganzen. Irgendwas. Hä? Was war das? Gute Frage. So, speichert. Schaltplan finden. Hä? Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steck fest, ohne Plan gibt nichts voran. Oh Scheiße, der lebt noch. Schaltplan, brauchst du Schaltplan? Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht. Nein, ohne Schaltplan geht gar nichts. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Warte mal, ich soll jetzt wieder nach da oben gehen. Macht sie, dass wir hier mal weiter gehen? Okay, hier gibt's nix. Das hat jetzt so gar nichts gebracht. Ohne Schaltplan läuft die nicht! Warum konnte ich das hier... Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Ja, ja, das haben wir ja schon gesehen. Achso, es geht jetzt hier auf der Seite weiter. Da ist er. Geh ohne mich weiter, Vasili. Ich muss das Ding finden. Wo ist es denn? Links oben hier. Alles klar. Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr... Hoffentlich funktioniert es. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Ist das wirklich eine gute Idee, jetzt mit der Seilbahn hier zu fahren? Tut mir leid. Keine Fahrkarte. 10, 9, 8, 7. 100 pro. Wenn wir irgendwie abstürzen oder sonst irgendwie was. Ja, im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Ja, sag dir doch. Das ist eine ganz schlechte Idee. Langsamer wäre ganz gut. Ich hab's doch gesagt, das ist eine schlechte Idee. Scheiße. Ich hab doch gewusst, das wird... Du schon wieder? Vorsicht! Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Kommt da noch mehr? Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter.
Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Danke. Aber wie genau tue ich hier klettern? Oder hätte ich da oben... Ah, Moment. Vertikale Hindernisse überwinden, Leertaste und B. Ja, okay. Das ist alles, was hier so eine Farbe hat. Was ist da ganz nach oben? Und jetzt leg mich mal hier hoch, Handling. Noch eins hoch. Das. Was zum. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Kommt man wohl sagen. Was? Nein! Nein! Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Nochmal. Und ich könnte mich mal wieder heilen. Mit. Ja, aber das machen wir, wenn wir hier wieder drüben sind. Okay, rüber. Hier nochmal rauf und nochmal darauf. Bitte lass es mich jetzt schaffen. Okay, Gott sei Dank. Jetzt einfach hier runter, ne? Oh, was zum? Was ist das Ding? Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Buravs fräsen sich in unglaublichem Tempo. Oh, was zum... Wow, sogar mit Todesanimation. Ah, geil. Oh, bitte, lass mich jetzt nicht alles nochmal neu machen. So. Oh. Verdammt. Du schon wieder? Vorsicht. Da vorne ist eine Lücke. Sehe ich. Ja, was du nicht sagst. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören. Dankeschön. Okay. Darüber. Und hier rauf. Nochmal hier rauf. Ich glaube, der wird einfach immer wieder spawnen, dieser komische Tunnelroboter da. Ach, das war das. Nochmal. Das kam überraschend. Könnte man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht überleben. Wo soll ich mich denn da verstecken? Tunnelbohrroboter? Genau. So, kommt der jetzt gerade nochmal? Sie fräsen sich in unglaublichem Tempo, selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen auf sie. Na, kommst du nochmal? Ich bin vorher gestorben wegen dir. Was zum Fick? Was? Oder darf ich da unten nicht reingehen? Das kann's doch nicht sein. Ach Mann. Ja, ihr zwei Kollegen, tschüss und tschüss. Da vorne ist eine Lücke, sehe ich. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung wie. Die Wand hochklettern. So. Hast du eine Bergsteigerausbildung? Ich bin in der Spezialeinheit, kein Schreibtischtäter. Ich bin in allem Möglichen ausgebildet. Ich muss zugeben, ich bin recht froh, das zu hören.
So, komm, auf hier. Und jetzt kommt der Kollege hier wieder. Moin. Verdammt nochmal. Das kam überraschend. Kann man wohl sagen. Gute Reflexe, Major. Und ab. Ohne die würde ich nicht. Und da kommt er wieder. Charles, das war ein Burav, oder? Ein Tunnelbohrroboter? Genau. Burav fräsen sich in unglaublichem Tempo. Selbst durch die härtesten Gesteinsschichten. Wo war der jetzt? Die sowjetische Wissenschaft setzt für unsere naturgegebene Eroberung aller Planeten des Sonnensystems große Hoffnungen. Andere Waffe. Komm her. Also, triff jetzt. Alter, Wichser. Nein, was machst du? Draufhauen! Alter, wie viel hält der aus? Okay. Die Schwarzen sind nicht bueno. Wie komme ich denn da rein? Oder muss ich jetzt durch das Loch da durch? Ah, ne, da unten. Oh, endlich. Was für eine Ironie. Ich habe mich so gut um diese wunderbaren und brillanten Maschinen gekümmert. Und jetzt? Was für bringen eine sie Ironie. Dich um? Wovon redest du? Die Buravs, unser Gott, nicht getroffen. Was? Worin liegt denn die Ironie? Warum ist ihr Export verboten? Warum ist ihr Export verboten? Das sind hochmoderne Städtebaumaschinen. Wenn man sie auf den Boden richtet, hat man in ein paar Monaten ganze U-Bahn-Systeme oder jeden erdenklichen Tunnel. U-Bahnen, sie wollten sie auf dem Mond verwenden. Zum Terraformen. Sie sind streng geheim und stecken mehr weg als jeder Panzer. PTL-Platten, nicht gekennzeichnet. Spitzentechnologie. Okay. Ja, gehen wir mal los. Tut mir leid. Ich muss los. Na klar. Ja, in Ordnung. Ciao, Kollege. Also, hier rauf. Mann, wie ich es liebe, durch pechschwarze Tunnel zu kriechen. Was für ein Ritt. Unter normalen Umständen verbindet die Seilbahn alle unterirdischen Sektoren der Anlage 3826. Nächstes Mal dürfte es einfacher werden. Danke, Kumpel. Nächstes Mal gehe ich lieber zu Fuß, und zwar an der Oberfläche. Hey, okay, wir gehen mal hier vorbei. Das ist meine Station. Was für eine angenehme Fahrt. Ja, aber beschissen. Könnten wir hier noch weitergehen? So, komm schon vorbei. Nee, da geht's nicht mehr weiter. Safe Room? Yes, Safe Room. Und speichern. Speichere da. So, jetzt was haben wir hier? Oh. Eine Laserwand. Die nehmen es aber genau mit der Sicherheit. Sowas ist nicht ja. Ohne Grund da. Da weiß man gleich, auf der anderen Seite ist was Wichtiges. Ganz richtig, Genosse Major. Das Verteilzentrum, das wir suchen, ist tatsächlich auf der anderen Seite. Durch eine Laserwand schaffe ich es auf keinen Fall in einem Stück. Weiter vorne ist ein Fabrikator. Versuch, deine Ausrüstung zu verbessern, um deine Laserresistenz zu erhöhen. Schatz, da bist du ja wieder. Du warst nicht so lange. Ich war so einsam. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. So knallhart. Okay, wieder die Fähigkeit. Lass dich von ihr nicht ab. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Was immer du sagst, mein Hengst. Verbesserung initiiert. Entspann dich und geh. Dein Verteidigungssystem ist aktiv. Versuch, durch die Laserwand zu rennen. Nach dem, was da gerade ab. Das tut weh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wär's das gewesen.
Warum wird jetzt das so dunkel? Was, Gegner? Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du's geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut. Du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir her. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Wurf angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist Victor? Du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Alarmstufe rot. Lock. Ja, ja, war ja klar. Schrotflinte. Kannst du mal bitte nachladen? Komm, fuck. Scheiße. Oh, fuck. Er ist fuck, schieß. Darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Was zum? Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor. Alter, kommt da jedes Mal ein Ding raus? Spüren. Oder war es das jetzt? Dass da insgesamt vier kommen. So, Materialien. Okay, Axt. Superscanner. Da oben. Und da. Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum dahinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator PEC 4? So ist es. Die Birke PEC 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Tunnel Action. Okay. Und doch. Holy shit, das funktioniert ja. Okay, tut mir leid. Das sieht nach Stress aus. So, erstmal einsammeln. Aber das ist eine Taschenuhr. Okay, einmal mitnehmen. Und muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist. Ach nee, nicht robust. Schon wieder. Du kannst sie fallen lassen oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Mhm. Fuck. Ah, Gott sei Dank. Es ist Gott sei Dank nicht ganz so schwer. So, wo ist das Teil? Na, kommen jetzt wieder Roboter?
So. Da. Diese Lader stehen verrückt. Ist das Petrovs Werk? Sei vorsichtig. Lader sind extrem robust. Mit einer simplen Axt kommst du nicht gegen sie an. Bei Verrückten, solchen aus Metall und anderen, kann eine Schocktherapie Wunder wirken. Toll, also wir kämpfen jetzt gegen Lard, oder was? Okay. Lol. Alles klar. Das klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend. Beeil dich, Major. Was meinst du denn, was ich hier mache? Ja, gleich. Okay, Waren die immer den gleichen Weg? Vermutlich schon, oder? Ich wette drauf, dass ich da drauf gehe, wenn ich da unten drin bin. So, Kollege, auch vorbei. Scheiße, weg hier. Anscheinend ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden. Und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Warum? Warum ist es gut? Soll ich... Muss ich das an den Typ da irgendwie anhalten? Wie komme ich denn jetzt dahin? Ich glaube, der muss irgendwie so stehen bleiben, dass er dann hier irgendwie ist. Okay. Wo muss ich hin? Komm ich denn jetzt? Scheiß Roboter. Was ist der nächste? Oh, das ist wieder so ein Sicherheitsteil. Was bist du? Tja, was haben wir denn hier? Kreismondbehälter. Der wird doch 100% den Alarm auslösen. Na, scheiße. Komm her. Fuck. Scheiße, Kamera. Dies ist die Luna, eine Art Schloss. Es öffnet sich, sobald alle 5 Öffnungen Behälter mit Mondgesteinsbrocken enthalten. Ihr Eierköpfe steht echt auf Schlösser, was? Ich gehe dann mal Behälter suchen. Na toll. Komm her. Komm her. Mann. Alla. Kommt jetzt noch was? Okay, ich glaube, das war's. Ah, ey, Moment, ich bin gleich wieder bei euch. So. Weiter geht's. Du hältst dich also für klüger als deine Chefin. Ein seltsames Lied, aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles, aha. Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der Zukunft zu berechnen. Ich habe einen. So, wie komme ich jetzt zu den anderen hier? Muss ich jetzt noch das Teil hier durch? Oh, okay.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.